Kartoffelkratzer, du willst es, dann wähle 080-555-MG-Barbecue. Für unser Kartoffelkratzer von MG-Barbecue, das geilste Kartoffelkratzer auf dieser Erde. Warum? Weil wir die geilsten Typen sind. Und was wir dazu brauchen, das steht jetzt nämlich auf dem Tisch. Wir brauchen richtig geilen Speck. Dann haben wir hier festkochende Kartoffeln schon vorgekocht. Hier haben wir zwei Stück, falls jemand nicht weiß, wie Kartoffeln ausschauen. So sind sie geschnitten. Dann ein richtig schönes Schnieke Rapsöl. Dann brauchen wir eine saure Sahne, eine Schlagsahne. Wie nennt man Schlagsahne? Süße Sahne, keine Ahnung. Dann richtig schöner Käse, das sind ca. 250 Gramm. An Gewürze brauchen wir geräuchertes Paprikapulver, schwarzes Gold und Salz, traditional wie immer. Und was natürlich, wir machen es heute aus dem Dutch Oven. Dazu brauchen wir einen richtig geilen Schnieke Dutch Oven. Wir haben natürlich wieder, der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen, wie so selten bei uns. Wir haben beim Vorstellen unseren geilen Zutaten vergessen, euch was zu sagen. Und wer errät's denn? Hier haben wir noch zwei schnieke Zwiebeln. Und nach die Zwiebel kommt, ja, wir fangen an, unseren Dutch Oven zu füllen. Wir fangen an mit ein bisschen Öl unten rein. Ihr wundert euch jetzt. Hallo, der steht nicht auf dem Feuer. Ja, das macht Sinn. Warum? Es werdet ihr später sehen. Jetzt kommt ein richtig schöner Schuss Olivenöl drauf. Dann kommen unsere Zwiebeln drunter. Unsere zwei Stück. Die verteilen wir, dass es wie eine kleine Schicht wird. Und jetzt kommt als nächstes unsere Kartoffeln. Fangen wir an zum Schichten. Richtig schön auf die Zwiebeln. Und das machen wir jetzt so lang, bis der Boden bedeckt ist. When the truth don't work, you start telling lies. Thought you were down to ride, you weren't down to ride. Caught switching, you were picking sides. Don't blink, caught slipping like a slip and slide. Als nächstes kommt ein bisschen Käse drüber. Da macht er einfach, muss nicht komplett bedeckt sein, aber so. Jetzt kommt wieder eine Schicht Speck. Richtig schön schichten. Jetzt kommen wieder Kartoffeln. Breaking bills, friends breaking off. You could be the youngest under the dawn. So, dann kommt wieder ein bisschen Käse. Dann eine Runde Speck. Und wieder Kartoffeln. Für unsere Soße brauchen wir jetzt ein schönes Gefäß. Hier haben wir ein schönes blaues, eine dezent schöne blaue Farbe. Dann kommt unsere süße Sahne, unsere saure Sahne rein mit den ganzen Gewürze, wird mit Schneebesen richtig schön durchvermengt und das Ganze dann in unseren Dutch Oven drüber geschüttet, platziert, könnt ihr sagen, wie ihr wollt. Dann kommt der Deckel drauf und dann Grill, Feuer, los geht's, yeah! Jetzt haben wir bei 180 Grad eine Dreiviertelstunde oder 45 Minuten. Unser Kartoffelkratzer kommt jetzt runter, kommt auf den Tisch und dann wird für euch aufgemacht. Und hier ist er. Gabel? Der Mann, die steckt da schon drin. Der Mann mit der goldenen Gabel, nein, mit dem goldenen, silbernen Gabel. Mit der goldenen Zunge, so sieht's aus. Jetzt würde ich sagen, unser Kartoffelkratzer. Jetzt mit Isapa Winter Martina und jetzt Rimm im Kopf, Rimm im Mund, Rimm, ach, ist egal, einfach essen. Der Käse. Sehr geil. Kartoffelkratzer halt eben. Aus dem Dutch Oven für euch da draußen nachmachen, weiterempfehlen. 30 Minuten, 180 Grad in etwa, so mittlere Hitze im Dutch Oven. Mega, super geile Beilage und ganz ehrlich, so ein 4,5er Dutch Oven in der Größe 4,5. Mega, mega, mega. Gerade für so eine Beilage. Optimale Größe. Also, ich weiß gar nicht, wie wir vorher ohne 4,5er Dutch Oven auskommen konnten. Ja. Ich weiß es nicht. Der reicht locker für 4 Personen, würde ich jetzt sagen. Absolut. Also, wenn ich das jetzt sehe. Wir haben uns geschworen, die Outros, der Abspann. Wird jetzt kürzer als 2020. Haben wir uns geschworen.
Das wird wahrscheinlich im Februar schon wieder total über den Haufen geworfen, wie alle Fitnessfreaks. Jetzt laufen alle Fitnessstudios voll. Die Verträge werden unterschrieben und spätestens Februar ist alles für den Arsch. Bleibt auf dem Sofa, fresst Chips, wenn ihr Bock habt. Ihr müsst nicht lachen. Oder unser Kartoffelgratin. Genau. So wollte ich jetzt sagen. Und dann macht's hier mich. Mach mal. Was machen wir nicht? Macht's nicht nach. Macht's mit. Macht's nach. Macht's besser. Wir sehen uns ab jetzt nur noch einmal die Woche. Nicht mehr zweimal. Nein. Oh. Deswegen jeden Donnerstag um 18 Uhr, wenn es wieder heißt G-Barbecue. Wir wünschen euch einen schönen Start ins Jahr. Ja. Wenn es sein muss. Na gut.